Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 4. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder mitmetzelt. Wir waren hier bei einer Runenprüfung das letzte Mal dran. Hatte dann auch einen Break gemacht und müssen mal schauen gerade, wo wir überhaupt sind. Also die haben wir nicht bestanden. Dann sind wir ziemlich auf kaputt gegangen. Hab das noch nicht weiter ausprobiert. Und ich hoffe, dass ich die Runenprüfung auch außerhalb von der Hauptkampagne machen kann. Ansonsten muss ich nochmal hin, aber das ist da unten als abgehakt. Obwohl sie hier noch grau-weißlich ist. Ja, kann sein, dass man sie nur hier drin machen kann. Wäre schade. Aber dann muss man das halt nachholen. Was haben wir hier? Hier oben sind jede Menge Kram. Da sollen wir hin. Aber hier ist auch noch ein großer Bereich, den wir nicht erforscht haben. Muss ich da vielleicht zuerst hin? Okay. Sind wir von da gekommen? Nee. Das ist einfach noch zu. So, wir sollen hier lang. Und sind jetzt da dem Weg am Hochgehen. Okay. Da ist doch schon wieder was versteckt hier. Auf der Höhe auf der rechten Seite. Dahinter. Komme ich da denn hin? Komme ich hier irgendwie drumherum? Aha. Komm, kletter da. Ah ja, wir haben Doppelsprung. Richtig. Ha. Ja, die Pause. Das sind Sachen, die würde ich so nie finden, hätte ich nicht diese Automap aufgedeckt. Das war auf jeden Fall ziemlich gut, dass wir das so gemacht haben. Jetzt habe ich als Zweitwaffe drin. Den Rocket, den wollen wir nicht. Und neben unser schönes MG. Da haben wir noch Kram zurückgelassen. Wir gehen mal besser wieder zurück. Was können wir denn Schönes hier upgraden? Mikroraketen. Den brauche ich eigentlich dafür. Fernzündung brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Gauss-Waffe. Schadensintensiven Schuss aufzuladen. Hinein zu zoomen. Mächtigen Strahl aufzuladen, der Ziele durchdringt. Bewegung ist nicht möglich, das können wir total vergessen. Also machen wir das so. Krawimsche. Und da haben wir ein Datenpad. Das schauen wir uns an. Der Doom Marine. Ohne Zweifel wurde der spektakulärste neue Fund durch die UIC bei ihrer Expedition ins Garding Heiligtum der Hölle gemacht. Da sind wir gerade. Nach mehreren Kilometern durch fast unpassierbare Gelände entdeckte das Team eine versiegelte Grabstätte, dessen Eingang und Wände mit Schutzrunen und Bandformeln übersät waren. Nach der Öffnung offenbarte die Grabstätte viele Artefakte, einschließlich des Prätorenanzugs. Am nennenswertesten war jedoch ein enormer Sarkophag, der mit dicken Eisenbeschlägen im Felsboden des Zentrums verankert war. Anscheinend sollte verhindert werden, dass etwas hinein oder hinaus gelangen konnte. Zudem nahm man an, der Sarkophag müsse einen seltenen oder mächtigen Dämon beherbergen. Aber als er später geöffnet wurde, fand man den Körper eines Mannes. Der Körper war weder mumifiziert noch verrottet, sondern schien lediglich zu schlafen, obwohl der Sarg, in dem er lag, mehrere tausend Jahre alt schien. Es ist die Frage, bin ich diese Person? Oder haben die wirklich mich irgendwie da noch reingelegt und verändert, was auch immer? Aber sehr wahrscheinlich bin ich die Person. Alle Versuche, den Mann zu wecken, blieben erfolglos. Ebenso wie Versuche, dem Körper Schaden zuzufügen. Er war von einer schützenden Agent-Barriere umgeben, die ihn in dauerhafter Stasis hielt und unantastbar machte. USC-Archivare katalysierten den Fund unter DM-1-5. Doch das Personal des Projekts nannte ihn den Doom Marine. Während seines Ursprungs
Während sein Ursprung nur vermutet werden konnte, lieferte der Helixstein und andere Artefakte, die während der Höllenexpedition von ECM-13 des Argenpros gefunden wurden, einige Hinweise über die Identität des Mannes. Einen Moment, machen wir das mal höher, das ist sehr interessant hier. Ein Kupferstich im Buche Deva, einem weiteren Fund der Kardingir-Expedition, zeigte den Doom Marine im Prätorenanzug. Beim Kampf mit Dämonen, während eine verhüllte Gestalt zusieht. Das ist ja wahrscheinlich das da. Ist das Gott, der da zusieht? Sind wir Gottes Krieger, der heilige Krieger, der die Dämonenhorden niedermacht? Beim Kampf mit Dämonen, während eine verhüllte Gestalt zusieht. Diese Darstellung tauchte schon zuvor mehrmals bei anderen Artefakten auf. Doch erst mit der Entdeckung des Doom Marines und des Prätorenanzugs aus der versiegelten Kardingir-Grabstätte haben Forscher begonnen, die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen. Es wird jetzt angenommen, dass der Doom Marine einer uralten Fraktion oder einem Stamm angehörte, womöglich sogar deren Anführer war. Ob er ein Gott, Dämon oder Mensch ist, wird ungeklärt bleiben, bis man die Argent-Barriere, die seinen Körper schützt, deaktivieren kann. Das Mysterium seines Ursprungs wurde durch Aufzeichnungen von ferngesteuerten ULC-Überwachungsdrohnen, die Teil der Kardingir-Expedition waren, weiter vertieft. Sie zeigen einen langen und tödlichen Kampf während der Extrahierung des Sarkophags, in dem die Dämonen versuchen, die Grabstätte mit einer nie zuvor gesehenen instinktiven Wildheit zu verteidigen. Nach der Ankettung und Teleportation zur UAC wurde der Sarkophag in den Lazarus-Laboren studiert und erstmals geöffnet, doch verschwand dann nach einigen Wochen. Es wird davon ausgegangen, dass Samuel Hayden ihn und den Prätorenanzug versteckt hat, damit ihnen nichts zustößt. Also wie scheint das wirklich zu sein? Warum er sie für bedroht hielt, ist allerdings nicht bekannt. Ja, wegen der Olivia, die da auch irgendwie drangekommen ist. Die haben ja da irgendwie mich erwägt. Letzte Notiz. Bis dato sind der Doom Marine und Samuel Hayden die einzigen nicht-dämonischen Wesen, die erfolgreich aus der Höllendimension in unsere gelangt sind, trotz mehrerer Versuche menschlichen UAC-Personals das Gleiche zu tun. Okay, wir haben hier noch einen Eintrag. Achso, Waffeneintrag. Da haben wir das Großgewehr abgegradet. Präzisionsbolzen. Oh. Können wir ja gleich mal ein bisschen mit rumspielen. Warum nicht? Reduziere Zeit für maximale Auflösung zwischen Schüssen. Bewege dich mit voller Geschwindigkeit, wenn du hineinzoomst. Ah, wir sparen die Punkte eher für was anderes. Zum Beispiel. Ah ne, da müssen wir die Summoner töten. Was haben wir hier? Wir haben die Betäubungsbombe irgendwann abgegradet. Deutlich schneller auf. Das könnte helfen. Okay, das nehmen wir. Naja, Betäubung kann uns später noch sehr nützlich sein. Aber wir wollen einmal hier diesen Gauss-Gewehr eine Chance geben. Warum nicht? Was haben wir noch hier? Hier kann man irgendwie runter. Okay. Da sollen wir auch hin. Da bin ich ja schon wieder geneigt, in die andere Richtung zu gehen. Wie komme ich da hinten rüber? Ah, sehr wahrscheinlich von hier, oder? Ne, das ist der Weg zurück. Naja, gehen wir mal weiter. Sehen wir gleich. Wird sich schon irgendwie klären. Ui. Echo. Sehr wahrscheinlich wirst du der Endgegner sein. Mr. Cyborg. Oh, jede Menge Waffen. Wir sind aber voll. Wo? Moment, haben wir hier einen Boost? Wir haben da oben einen Boost. Ich glaube, wir schnappen uns den und rennen dann wieder runter. Können wir irgendwas besser mit töten? Ah, die bekämpfen sich selber. Das ist schön. Ja, was ist das?
keine Ahnung, was es ist, aber ist mir auch egal. Ihr nehmt das. Babs. Ah, das ist schon ziemlich cool, ne? Hui, was bist du denn? Du bist aber süß. Haben wir noch ein paar Rockets? Verdammt, was haut mich denn da von hinten? Mein kleiner Dämon. Der ist aber cool gemacht, oder? Ja, komm, den machen wir im Nahkampf kalt. Ja! Und wir haben ein neues Monster entdeckt, nämlich den Höllenbaron. Ja, der Höllenbaron ist der höchstrangige Dämon unter den Höllenrittern. Sie verlassen nur selten die Hölle und bisher konnte im Rahmen der Verankerungsoperation noch kein Höllenbaron gefangen werden. Das Wissen über ihr Verhalten und ihre Physiologie ist daher sehr begrenzt. Oh, Summoner, die muss ich doch irgendwie töten, ne? Wie war das mit dem Rocket oder so? Da haben wir jetzt nichts mehr für. Ah, das Großgewehr ist ziemlich geil. Das gefällt mir gut. Vielleicht sollte ich wirklich was mehr damit rumballern. Ach, Halli, du schon wieder da. Ja, man kann sich echt im Zoom nicht sehr gut bewegen. So. Ups. Krabwümsche. Oh oh. Moment, Moment. Das klappt doch mit dem Maschinengewehr am besten. Nö, nö, nö. Nicht mit mir. Was? Noch einer. Ah. Aber wir sind voll mit Rockets. Ui. Da sind wir schnell noch ausgewichen. Ja, der ist ganz schön schlau. Der hat, weil ich nach rechts gegangen bin, hat er darüber gezielt, wo ich hingehen werde. Und nochmal ein Fatality. Noch einer. Muss ich irgendwas machen? Das ist so ein kleiner Mini-Boss-Kampf fast, ne? Ah, wo gehe ich hin? Links oder rechts? Du wirst es nie erfahren. Jetzt im Nahkampf. Au, ei, ei, ei. Speicherpunkt. Und einen weiteren Waffenpunkt erhalten. Ein bisschen shoddy. Thank you. Oh, du, du. Da unten ist jede Menge Kram. Werden wir uns gleich holen. Und da müssen wir sie wahrscheinlich durch. Aber wir schauen uns nochmal was um. Wir gehen auf jeden Fall da jetzt runter, um das zu erforschen und gehen dann nochmal zurück, weil wir wollen natürlich sehen, was da hinten alles noch ist. Da muss ja noch jede Menge Kram zu entdecken sein. Gehen wir erstmal hier runter. Hallo? Jemand hier? Nö. Hätte ich nur hinfliehen können, wenn ich denn gewollt hätte. Komme ich darüber? Sehen tue ich den Eingang nicht. Die Rune da was zu bedeuten? Gehen wir mal hier hoch. Hier war der dicke Kampf gewesen. Ah, das ist diese Höhle nach unten sehr wahrscheinlich. Nee. Hier ist auch nichts. Oh, hier ist ein Hebel. Was machst du?
Ah, ich muss nach hinten drücken. Hä? Hatte das irgendeine Bedeutung? Wahrscheinlich ist irgendwo was aufgegangen. So, wie komme ich da runter? Sehr wahrscheinlich ist da jetzt irgendwas auf. Gehen wir mal dahin. Oder kann ich hier irgendwo runterspringen, um auf diese Stufe zu kommen? Aha! Sesam, öffne dich! Ui! Haha, das ist lustig. Das ist das alte Doom. Aber mit heutiger Steuerung. Klassische Doom-Karte, was war das gewesen? In jeder Mission ist ein Stück einer klassischen Doom-Karte versteckt. Nein! Haben wir noch nicht eine gefunden. Wenn du es gefunden hast, kannst du sie über das klassische Kartenmenü starten. Versuch sie alle zu finden. Oh, das ist geil. Das ist geil. Ja. Was sagt denn die Zeit? 3 Minuten, okay. Ja, Mann. I am the man. Was ist das jetzt hier für Geheimgänge suchen? Das sind wahrscheinlich die, ne? Da muss ich ja wahrscheinlich außerhalb des Spiels das machen. Schätze ich. Da muss ich das mal anschauen. Hauptmenü. Ja, ich habe hier keinen Kontrollpunkt an der Stelle. Das ist doof. Dann muss ich dann wieder machen. Ich glaube, ich gucke mir das mal ein andermal an. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn das auf einmal nicht mehr geht. Im Endeffekt haben sie das Spiel versteckt, das alte Doom versteckt da drin. Das ist ja schon cool. Wenn man alle Level frei hat, könnte man nochmal Doom durchspielen. Wollte ich ja sowieso mal machen, aber bei den paar Kommentaren kam schon bei Dark Forces 1, dass man sich das nicht hätte angeguckt, weil es halt Metzel, Metzel, Metzel ist, aber pff, ich mag Doom. Ich hab's schon immer gemacht. Man muss mal schauen. Okay, wir haben ein weiteres Secret entdeckt. Das sind wahrscheinlich auch die Secrets, die ich in den anderen Leveln dann verpasst habe. Irgendwelche Schalter, die ich drücken musste, um irgendwo eine Geheimwelt aufzumachen. So, da hinten haben wir auch irgendwo was vergessen. Da hätte ich von oben runterspringen müssen, vermutlich. Schande. Also mal gucken, wie wir da wieder hinkommen. Und ja, eigentlich sollen wir hier durch. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, ich kann noch später zurückrennen. Ach, Hallihallöchen. Hab was für euch. Krawümsche. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Gehen wir mal auf die. Schnauze. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite davon. Und da hinten kämpfen die schon wieder wie wild. Ja, sollen die sich ruhig mal bekämpfen? Juckt uns reichlich. Obwohl, nee, wir brauchen die Punkte, ne? Wir müssen ja noch irgendwie den voll kriegen, den letzten. Gravum. Good job. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also wir können darüber. Das Problem ist,
Wir entfernen uns enorm da hinten von. Wir müssen hier nochmal rüber, weil wir irgendwo hier eine Elitewache verpasst haben und zwei Datenpads. Und die Infos sind schon echt wichtig. Die tun die Welt ja viel besser rüberbringen, wenn wir die haben. Man erfährt da einfach viel zu viel vom Spiel, was man so sonst nicht mitkriegt. Deswegen werde ich jetzt nochmal alleine zurückgehen und die Stelle suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis demnächst, euer Chojin.